Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader und herzlich willkommen zu den heutigen Handelsideen im Euro-Britischen Pfund, im FTSE 100 und im US-Dollar-Rubel. Steffen, einen schönen guten Morgen. Freue mich auch wieder Live-Zuschauer dabei zu haben und von der Seite her der aktuelle Stream aus technischen Gründen hier jetzt live über GoToWebinar. Facebook versorge ich etwas später mit den aktuellen Daten. Ich habe gerade ein paar technische Herausforderungen hier bei mir zu planen, aber ich denke, in der nächsten Woche wird wieder alles ganz normal seinen gewohnten Gang gehen. Dann gibt es wieder das Doppel-Live-Streaming hier auch an dieser Stelle. Und solange machen wir das, was wir an technischen Möglichkeiten haben. Das heißt, ich versorge Sie hier mit den wichtigsten Informationen um die schönen Charts, die wir hier heute auch wieder sehen. Bevor wir das tun, schauen wir natürlich zum einen in den Risikohinweis, den bitte ich hier wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Als nächstes folgt der Blick in die wichtigen Tagesnachrichten. Heute um 9.30 Uhr, da gibt es eine Rede seitens der EZB um 10.30 Uhr aus Großbritannien. Die Hypothekengenehmigungen, das also auch wichtig für den britischen Markt. Um 11 Uhr spricht der Bundesbankpräsident Weidmann, 11.40 Uhr. Gut, ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz so stark von Interesse, gibt es die Auktion der 10-jährigen Bundesanleihe. Aber am Nachmittag dann in den USA ein paar interessante Nachrichten zum Thema auch Handel. Da gibt es um 14.30 Uhr die Warenhandelsbilanz, um 16 Uhr gibt es die zivilen Investitionsgüter ohne Flugzeug, um 16 Uhr weiterhin den Auftragseingang für den Monat Dezember und auch um 16 Uhr etwas sehr, sehr Wichtiges, und zwar spricht der FED-Vorsitzende Powell. Um 16 Uhr gibt es dann auch noch die schwebenden Hausverkäufe aus den USA und dann, wie jede Woche Mittwoch, für diejenigen, die auch den Rohstoffsektor im Öl planen bzw. traden, um 16.30 Uhr gibt es hier die Rohöllagerbestände in Zusammenhang auch mit den Rohöllagerbeständen in Cushing, Oklahoma. Das also die wichtigsten Tagesnachrichten. Es gibt noch mehr, das bitte ich wie immer für die eigenen Trading-Ideen, jeden eigenen Trader in Eigenregie auch zur Überprüfung für die Handelsvorbereitung zu nehmen. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt gleich einmal in die Charts rein. Und wie schon gesagt, wenn hier bei den GoToLive-Zuschauern einige Fragen sind, aktuell ist da noch nichts, bitte scheuen Sie sich nicht direkt hier rein in den Chat und dann kann ich die Fragen auch direkt mit beantworten. So, jetzt geht es aber auf hier in die Charts. Ich habe hier gerade den Rubel offen, der US-Dollar-Rubel, ein Währungspaar, ich sag mal, dass viele Trader nicht so oft auf dem Schirm haben, aber es ist interessant, was passiert. Zumal, wenn man sich mal diesen Chart auch anschaut, dann sieht man halt, dass es hier in den großen Zeiteinheiten immer wieder Marken gibt, wo ordentlich Bewegungsschübe reinkommen. Das ist jetzt nichts Schnelles, wo man hier mit einem Fingerschnips im Tickchart großes Geld verdienen kann, aber in Ruhe. Und das ist das Schöne. Es gibt gewisse Marken, da kommen immer wieder Käufer rein, die den Markt schön nach oben schieben. Ne? Wir haben das hier unten gesehen. Hier hatten wir eine schöne Situation mit einer Bodenbildung. Das ist ein Doppelboden. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und wenn dann sowas schön nach oben an Fahrt aufnimmt, wunderbar funktioniert. Wohlgemerkt, das ist ein Wochenchart. Ne? Schaut euch mal an, was da für Räume sind. Wir hatten hier unten das Tief. Wo haben wir es gehabt? Bei 55,57. Und hier oben der Peak, das Hoch, hier oben an dieser Stelle, das war die Marke um 65. Ne? Überlegt mal, wie viel Geld das ist, was man hier in Ruhe Stück für Stück nach oben verdienen kann. Nächster Punkt, genau das gleiche, gleicher Chart. Schaut euch mal an, was hier gekommen ist. Korrekturmuster. Ich habe es schon sehr, sehr häufig hier auch selbst erläutert, was Korrekturmuster können. Das ist ein symmetrisches Dreieck als Muster nach so einer schönen, starken Aufwärtsbewegung. Was kam danach? Hier unten, da kam der Ausbruch, der kam vom Tief bei 63,29. Das ganze Teil ist hochgelaufen bis auf 70. Überlegt, wie viel Geld hier dahinter steckt. Das ist kein Tickchart, ja. Das ist ein Wochenchart. Da kann man in aller Ruhe ordentlich Geld verdienen. Und nun sind wir wieder in einer schönen Situation, die erinnert so ein kleines bisschen an das, was wir hier unten gesehen haben. Wir haben hier möglicherweise, oder wir stehen hier möglicherweise vor einem Doppelboden. Ja? Hält die 65 nur 6 und gibt wieder Grund
die Kurse nach oben steigen zu lassen, dann haben wir hier nach oben hin erst einmal wieder ein ganzes Stückchen Luft am Laufen. Und da kann uns das aus jetziger Sicht auch relativ egal sein, ob wir hier oben drüber laufen und dann das Top oben rausnehmen oder ob es hier möglicherweise ein tieferes Hoch gibt, ein weiteres tieferes Hoch. Das wäre dann natürlich ein bärisches Zeichen, aber dann stehen wir ja hier oben, nicht mehr hier unten. Das ist jetzt sehr, sehr interessant. Was kann hier unten rauskommen? Wenn sich dieser Bewegungsschub fortsetzt, ich zoome das mal kurz etwas näher ran, dann ist es natürlich interessant, auf die Vorwochenkerze mal zu gucken. Und da haben wir hier die Hochs liegen. Ganz grob oben drauf gelegt einmal hier. Da haben wir ein paar Marken, die durchaus nach oben interessant sind, um das Ganze zu traden. Wie kann man es traden? Beispielsweise hier direkt aus dem Tageschart raus hier. Ich mache das Bild mal wieder etwas kleiner, damit wir ein bisschen mehr Chart-Historie sehen. Hier sehen wir, erster Dip, ordentlich bewegen nach oben. Zweiter Dip, möglicherweise geht es jetzt hoch. Hier haben wir gestern am Freitag das Umkehrsignal gehabt, gestern die Bestätigung, jetzt muss der Markt natürlich weiter hochlaufen. Das Ganze kann man dann schön auch auf der Stunde traden, dass man diese Schwünge schön mit nach oben nimmt. Das wäre dann das interessante Level, wo man dann aus den kleineren Zeiteinheiten, hier spreche ich von der Stunde in den Tag beispielsweise, schön den Weg nach oben mitnehmen kann auf die Marken, die wir hier im Tageschart aktuell auch gut und gerne angezeigt bekommen. Wie schon gesagt, das sind die entsprechenden Wochenhoch mit Referenz aus dem Wochenchart. Wer das Ganze hier im Kleinen traden möchte, das heißt die Stunde als Referenzwert mitnehmen möchte, der klickt einfach hier auf den Stundenchart und da sehen wir momentan, wir haben jetzt hier den Schub nach oben gehabt, hier über diesem Korrekturhoch, hier hatten wir ja den Abwärtstrend der Stunde laufen, hier sind wir drüber gegangen, Seitwärtskonsolidierung, schwupps, nach oben. Jetzt liegen wir unten drunter und jetzt kommt der Markt oben raus. Und wenn sich das Ganze fortsetzt, das wäre dann das Bild, was wir brauchen, um vom Markt zu zeigen bekommen, wir wollen hier nach oben ansteigen. Das also zum US-Dollar-Rubel. Schauen wir in den nächsten Markt rein. Wir bleiben mal bei den Währungen hier und heute wieder im Euro-Britischen Pfund. Wir schauen dann auch gleich noch auf den auf den britischen Aktienmarkt mit drauf, aber zuerst in die Währung. Thema Brexit lässt uns ja momentan nicht so richtig los. Mal gucken, was da draus wird. Aber was in der Währung passiert, ist interessant, weil mit diesen ganzen Nachrichten der letzten Tage ist der Markt hier ordentlich nach unten gelaufen und wir sind hier unten drunter durch so eine längerfristige Unterstützung gelaufen. Wenn wir uns das mal kurz auf der Woche mit anschauen, dann ist das hier unten eine Marke, ich ziehe das mal ganz kurz rüber, die hat mittelfristig auch eine gewisse Relevanz, wenn man sich das Bild mal anschaut. Das ist schon ein Bereich hier, da hat der Markt schon mal raufgedreht auf diesen Punkt. Das heißt, jetzt sind wir wieder hier, sind hochgelaufen, jetzt waren wir wieder drauf und jetzt ist es halt gebrochen worden. Und jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet denn dieser Bruch an dieser Stelle? Was können wir Händler jetzt erwarten? Wir können zwei Sachen erwarten. Nummer eins, wir wissen, der Markt ist vom großen Bild her jetzt absolut auch nach unten gerichtet. Wir sehen, dass hier der große Schub nach unten hat jetzt sich selbst auch fortgesetzt. Das sehen wir auch, was die Woche hier macht. Wir haben es ja gerade gesehen, der Wochentrend hier, Bewegung, Korrektur, Bewegung hat sich nach unten fortgesetzt. Das kann man auch in einem etwas größeren Bild zeigen. Also rum wie num, egal welches Bild man nimmt, wir haben momentan hier einen abwärtsgerichteten Markt. So, und dieser abwärtsgerichtete Markt hat jetzt seinen letzten Tiefpunkt hier um die 86,17, die 0 vorneweg, also 0,8617, hier nach unten weggenommen. Das heißt, fortgesetzt das Ganze. So, wie geht's weiter? Erstens, was passieren kann, kurzfristig, wir bekommen einen Retest. Das heißt, wir laufen einfach hier oben rein, vielleicht auch noch ein Stückchen drüber, je nachdem, wie weit es läuft, muss man einfach mal sehen. Wir haben hier untergeordnet auch noch den Stundentrend laufen. Es könnte unter Umständen auch sein, dass wir hier die übergeordneten Tageshochs um die Marke von, jetzt muss ich mal näher ranrutschen, 086,644, beziehungsweise hier oben die 086,994, also diese beiden Hochs, beziehungsweise dann haben wir hier noch den Bereich des Korrekturhochs im Abwärtstrend der Stunde. Das ist hier bei 087,282 zu sehen. Das wäre das Szenario nach oben, Nummer 1. Aber Nummer 2, wenn das Ganze hier direkt nach unten fortgesetzt wird, da kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Ich mache das mal kurz etwas kleiner hier. Da sieht man halt, da ist erst einmal viel, 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 viel Luft nach unten. Den nächsten Anlaufpunkt, den wir in diesem Bereich haben, der liegt hier unten. Da haben wir einen Zacken, der möglicherweise
einen Support geben könnte. Oder aber auch hier dieser erste Ausbruchsbereich hier, wo dieser große, starke Aufwärtsschub gekommen ist, hier um diesen Bereich hier, der dann dieses Ganze hier nach oben schön initiiert und fortgetrieben hat. Diese Marken liegen jetzt unter uns, die sind aber auch sehr, sehr, sehr weit weg. Das heißt, wenn es hier nicht zu einem nachhaltigen Rebound kommt, sondern der Markt direkt runter durchläuft, dann ist der Weg nach unten hin relativ frei. Dann können wir hier weit nach unten laufen. Zumindest das als Erwartung für das Trading mal mit vorgeben. Wie schon gesagt, das alles hier auf Tagesbasis und ich habe ja hier untergeordnet noch den Verlauf der Stunde mit eingegeben. Auch das möchte ich gerade für die kurzfristigen Trader an dieser Stelle auch noch einmal zeigen. Wir sehen nämlich hier, da ist noch nichts von Rebound zu sehen. Der stundenabwärtsgerichtete Trend hier, der läuft weiterhin. Der ist gerade in Korrektur und läuft hier weiter runter. Hier unten haben wir eine Marke, da lege ich mal ganz kurz eine Linie rein. Hier dieser Bereich, das war so ein kleiner Zwischenzacken auf dem Weg nach oben. Wenn der gebrochen wird, ist das hier auch ein gutes Zeichen, dass der Markt weiter mit nach unten läuft und dann hier ins Tagestief auch reinläuft. Also das sind interessante Geschichten, die wir hier in diesem Chart gerade sehen, wo wir wirklich sehen, der Abwärtsdruck ist definitiv da und wenn der weiter erhalten bleibt, dann geht es hier einfach ein ganzes Stück weiter runter. Wir haben ja gesehen, das Feld an dieser Stelle ist jetzt offen. Und damit schauen wir uns mal noch den Index von Großbritannien an. Ich muss mal kurz suchen, UK 100, der FTSE, wie er so schön im Fachbegriff heißt. Hier echt interessant, was gestern zu sehen war. Wir haben hier laufend einen Aufwärtstrend. Das sehen wir ja jetzt. Ich zoome mal kurz hier noch den letzten Schub nach oben mit reinzeichnen. Wir sehen es ja jetzt hier momentan schön. Das ist der Aufwärtstrend, der hier nach oben liegt. Wir hatten schon drüber gesprochen. Der hatte sich etabliert über diesem Korrekturhoch hier, über dieser Marke von knapp 7200 Punkten in seinem Hoch. Jetzt kommt eine ganz, ganz normale Korrektur. Und gestern haben wir die erste positive Reaktion gesehen. Wir haben gestern die Reaktion gesehen, dass der Markt Intraday doch ein ganzes Stückchen wieder nach oben gekommen ist. Das Tagestief von gestern lag hier bei ungefähr 7090 Punkten. So, jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie geht es weiter. Der Markt hat hier im Sinne dieses laufenden Aufwärtstrends nach unten hin noch etwas Raum. Das heißt, bleiben wir im Kontext dieses Aufwärtstrends, sollte die Korrektur nicht tiefer als diese 7063 Punkte gehen, weil dann unterschreiten wir das aktuelle Trendtief und damit wäre der Trend gebrochen. Also das heißt, rein technisch sollte der Markt vorher drehen. Das heißt, diese Marke des Tagestief von gestern, beziehungsweise hier die Marke von 7063, die haben eine gewisse Relevanz für die Unterseite. Da könnte man sehen, ob da etwas Unterstützung reinkommt. Bricht das Ganze weg, wäre der nächste Anlaufpunkt hier dieses Level um die Punkte 7000, also um die 7000 Punkte Marke hier. Das ist zum einen die große Trendentstehung gewesen und zum anderen auch eine psychologisch wichtige Marke, an dem sich auch viele Händler auch häufig orientieren, psychologisch wichtige Marken. Das haben wir auch immer wieder im DAX oder bei den US-amerikanischen Indizes, dass man sieht, die haben gewisse Relevanzen an dieser Stelle, die man mit im Blick behalten sollte. Also das, der Blick zur Unterseite, da haben wir, wie schon gesagt, die Anlaufpunkte bzw. die Supportzonen jetzt schon mal identifiziert. Läuft der Markt allerdings jetzt weiter nach oben, dann schauen wir einfach mal, dann haben wir ja natürlich bei einer Trendfortsetzung die 7261 Punkte Marke, was hier oben dieses aktuelle Trend hoch gewesen ist oder ist es ja immer noch. Und wenn wir dann nach oben laufen, dann haben wir hier die Tageshochs natürlich mit einer gewissen Relevanz noch liegen. Das heißt hier das Vortageshoch von gestern bei 7170 Punkten. Dann haben wir hier relativ nah auch welche aneinander liegen, beispielsweise hier die 7213 oder die 7237, bevor wir dann hier oben in Richtung der 7261 Punkte Marke laufen. Da können wir wieder reinschauen mal in die Stunde, weil da wird uns der Stundentrend schon sagen, was hier los ist und was wir definitiv brauchen ist, damit wir die Dynamik nach oben sehen. Wir brauchen jetzt nicht dieses nach unten Gezappel, sondern wir brauchen definitiv für die positiven Szenarien brauchen wir hier auf alle Fälle mal den Weg nach oben. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist die korrektive Bewegung, Trendfortsetzung dieses übergeordneten Schubs. Aber wenn wir tatsächlich ein Umkehrmuster sehen, die Intraday-Stärke von gestern wieder ein bisschen zurückkehren sollte, dann sollten wir ab irgendeiner Stelle hier sehen, dass der Markt wieder nach oben drehen möchte. Und dann haben wir hier das positive Szenario an dieser Stelle im Raum mitliegen. Ansonsten, wie schon gesagt, ist es das, was wir hier sehen, dann wäre es quasi die Trendfortsetzung nach unten. Trendfortsetzung bedeutet, wir nehmen uns hier mal kurz diesen Trend hier an. Wir hatten ja hier die Bildung dieses
Abwärtstrends und dieser Trend würde sich dann im Markt fortsetzen und das wäre jetzt das Zeichen, das zeichne ich mal ganz kurz noch fertig, was wir aktuell auch sehen, wenn sich hier zu diesem laufenden Abwärtstrend, den wir hier haben, ich zeichne das direkt jetzt nochmal ein, einen weiteren bekommen würden, das heißt hier einen untergeordneten, dann hätten wir definitiv in der Stunde einen nach unten laufenden Markt. Wir sehen ja hier, hier hat sich auch ein Bewegungstrend etabliert im Markt, der ist gestern mal gebrochen worden und wenn sich dann hier wieder der Markt nach unten wegschiebt, das heißt wir hier weiterhin einen Abwärtstrend sehen, dann ist es relativ leicht zu erraten, was wir haben. Wir haben dann hier einen untergeordneten Bewegungstrend, der in Richtung des übergeordneten Haupttrends läuft. Und das wäre dann wiederum das bärische Zeichen, dass wir erst einmal weiter Korrektur sehen. Und dann kommen natürlich die Marken hier im Tageschart definitiv zum Tragen. Was passiert unten bei der Marke um die 7063 Punkte? Das zu den heutigen Handelsideen hier. Fragen sehe ich momentan keine. Das heißt, von meiner Seite wünsche ich allen einen interessanten und erfolgreichen Handelstag. Wir hören, lesen und sehen morgen wieder voneinander. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen allen einen angenehmen Mittwoch. Tschüss.